Es gibt etwas, was jeder tun muss. Und ich sage ganz bewusst muss, denn die Menschen suchen nach einer Lösung, nach einem Ausweg aus der Krise, die uns alle bedroht. Doch wo sollen wir denn hin? Es gibt keinen Ort außerhalb von uns selbst, wo wir hin könnten. Und da kommt die Antwort aus der Spiritualität und aus unserem Bewusstsein. Und das, was wir zusammen tun können, das werde ich dir in diesem Video erzählen. Und es wird eine ganz genaue Erklärung geben mit einer Übung am Ende des Videos. Schön, dass du bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses wunderschöne Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden. Wer sich dafür interessiert, unter dem Video ist ein Link. Weil ich gerade jetzt von den Plejaden gesprochen habe, ich unterhalte mich wirklich fast jeden Tag mit den Engeln, natürlich auch mit Gott und mit den Sternenwesen. Ich bin immer in Kontakt und im Gespräch. Und natürlich ist dieses aktuelle Thema, in dem wir hier in der Krise alle auf einmal stecken, ein wichtiges Thema. Und die Antwort, die ich zu diesem Thema bekomme, ist immer die gleiche. Und das möchte ich dir heute erzählen. Und wir werden am Ende des Videos eine sehr intensive Übung zusammen machen, die jeder verstehen wird und die jeder immer wieder anwenden kann, um etwas zu bewirken, um nämlich wirklich den Wandel zu bewirken, damit wir in die neue Erde kommen oder auf die neue Welt kommen, dieses neue Bewusstsein von Frieden und Fülle, das, was wir in der Spiritualität gerne möchten, nicht das, was im Außen gesagt wird. Wir möchten ja diese Änderung für die Freiheit in der Fülle, in der Gesundheit, in der Fülle der materiellen Werte. Überall möchten wir diese Fülle haben für alle Menschen. Und Frieden, auf jeden Fall. Ja, und jetzt, unser Bewusstsein ist die unbekannte Variante für die Außenwelt, für die Menschen, die unser Leben bestimmen wollen und es im Moment schon auch irgendwie tun. Aber diese unbekannte Variante, an die sie nicht herankommen, das ist unser Bewusstsein. Und wenn wir gemeinsam unser Bewusstsein ausrichten mit der Hilfe der Quantenverschränkung, dann hätten wir sofort eine Änderung. Jetzt frage ich mich, warum tun dies die Menschen nicht? Einerseits, Punkt 1, weil sie es vielleicht nicht wissen. Punkt 2, weil sie vielleicht die Technik nicht kennen. Das werde ich ändern, denn heute am Ende des Videos wirst du diese Technik kennen. Und drittens vielleicht sind die Menschen zu faul. Vielleicht geht es ihnen allen noch zu gut. Man spricht von der Krise, aber sie ist noch nicht so richtig fühlbar. Auch das wäre möglich. Oder manch andere sagen, ach, ich vertraue, es wird schon werden. Ihr Lieben, das ist nicht ausreichend. Das ist alles das, was uns blockieren könnte. Wenn wir unser Bewusstsein genau ausrichten, und zwar im Kollektiv mit allen Menschen zusammen, auf das, was wir möchten, also auf eine gute, leichtes Zusammenleben, wo jeder in der Fülle ist, wo jeder glücklich sein darf und gesund sein darf, wenn wir uns daraufhin ausrichten, gemeinsam in der Quantenverschränkung, dann wird es auch geschehen, dann können wir enorme Veränderungen erreichen und zwar auf globaler Ebene der ganzen Erde. Das heißt aber, dass wir auch Verantwortung übernehmen müssen, denn diese Macht, die in uns liegt, ist das höchste Gut, was wir nutzen können und was wir zum Teil meistens unbewusst nutzen und dadurch kommen dann so komische Dinge zustande, die uns vielleicht gar nicht gefallen. Es ist jetzt an der Zeit, alte Paradigmen der Angst, der Trennung und des Mangels einfach zu überwinden. Das mit der Trennung, wenn man versucht, die Menschen zu spalten, also einzuteilen in verschiedene Gruppen, macht man die Menschen schwach und hetzt sie gegeneinander auf. Das hatten wir alles erfahren können. Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Einheit denken, dass wir
die Menschen akzeptieren in ihrem aktuellen Leben so, wie sie sind. Denn nur so können wir in unserer Mitte und stark bleiben. Die Einigkeit ist der Schlüssel für das Gute, Positive. Denn nur dann können wir mit der bewussten Quantenverschränkung uns den gewünschten Wandel für eine bessere Welt erbringen. Und ich rufe jetzt in diesem Video euch auf, macht euch bereit, nutzt diese Kraft, denn schon wird sich etwas ändern, denn dann kommt etwas, was ewig bleibt. Denn auch wenn wir einmal jetzt mit dieser Quantenverschränkung arbeiten werden, werden wir es immer wieder tun. Und das stärkt dieses ganze Feld. Und das bringt uns die Harmonie und dieses Bewusstsein von uns allen, das ist die unbekannte Variante für die Gegenseite. Die können sie nicht fassen und das macht sie unruhig. Und dieses Bewusstsein sollten wir nutzen, unser eigenes Bewusstsein mit der Quantenverschränkung, denn dadurch können wir alles ändern. Dadurch haben wir so viel Kraft und Macht in uns und würden dann das erst merken, denn viele Menschen glauben ja auch gar nicht an sich, dass sie so eine Macht und Kraft haben. In der Welt gibt es sehr viele Probleme, Krieg, Hunger, Armut. Und diese unbekannte Variante unseres Bewusstseins kann das alles verändern. Das Bindeglied zwischen Bewusstsein und Materie ist die Quantenverschränkung. Und mit der Quantenverschränkung erreichen wir eine Änderung, eine positive Änderung. Erreichen wir das, was wir hineingeben in diese bessere Welt, so wie wir sie gerne haben möchten. Und ich sage euch, jeder Tag hat die Möglichkeit, dies zu tun. Nicht nur heute, sondern jeder zukünftige Tag, jeder Moment ist dafür da, dass wir dies tun. Und ich bitte euch, jeder Schritt, jede Stimme, jeder Gedanke von euch ist wichtig und nützlich. Wir sind bereit, die neuen Wege des Denkens und Handelns zu gehen mit der Quantenverschränkung. Ich lege es euch sehr ans Herz, es ist total wichtig. Und jetzt werde ich euch erklären, was Quantenverschränkung bedeutet. Quantenverschränkung ist ein Phänomen, was viele Wissenschaftler nicht verstanden haben, siehe Albert Einstein. Er hat gesagt, das ist spooky. Er konnte es eben einfach nicht mit den damaligen Gesetzen erklären, was hier geschieht. Denn es ist so, ein Teilchen, ich fange anders an. Früher hat man gesagt, dass das Atom das kleinste Teilchen ist, was es gibt. Mittlerweile ist die Entwicklung, die Wissenschaft vorangegangen und es gibt viel mehr kleinere Teilchen. Man hat also immer wieder geforscht und kleinere Teilchen gefunden. Was aber das Wichtigste ist, was man durch die Quantenverschränkung gelernt hat, dass diese Teilchen bewusst sein, also Energie tragen. Und wenn man das andere weiß, dass wir Menschen in unserem physischen Körper auch Bewusstsein tragen und dass wir an sich aus Energie bestehen, also nicht aus einem, nicht nur aus Fleisch oder aus Materie, sondern dass das alles die Grundlage von einem Bewusstsein ist und dass wir zwei Quantenteilchen, zwei kleine Teilchen miteinander verbinden können über das Bewusstsein. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das Quantennetz der Quantenverschränkung, also wie ein Netz dir vorstellst mit kleinen Pünktchen. Und diese Pünktchen sind die einzelnen Teilchen. Und jedes Teilchen hat eine bestimmte Bedeutung. Und wenn du jetzt dein Bewusstsein ausrichtest auf zum Beispiel auf die Fülle und dann verbinden sich diese beiden Teilchen und du wirst in dir die Quantenverschränkung spüren, denn die Fülle wird sich auch in deinem Körper etablieren. Also es geschieht einfach durch den Fokus, dass sich Teile verschränken und dann
kommt diese große Auswirkung. Und es gibt viele Beispiele, die du dir im Netz auch selbst raussuchen kannst, ansehen kannst. Wir werden heute zusammen diese Übung machen. Und ich hatte im Webinar für die Kanalmitglieder das dritte Auge mit der Quantenverschränkung total aktiviert und total ausgerichtet auf das Quantenfeld der Liebe. Und wenn du dein drittes Auge, wenn du das gemacht hast, dann wirst du spüren, wie wirksam jetzt dein drittes Auge ist und wie du viel mal mehr damit machen kannst. Und jetzt werden wir eine Übung zusammen machen, die dir so die Grundlage gibt, mit der Quantenverschränkung zu arbeiten. Und wir werden das natürlich auf die neue Erde projizieren, damit wir wieder in die Spur kommen, damit wir wieder in den Weg kommen zu unserer Spiritualität in dem höchsten Bewusstsein der Liebe. Das ist der Punkt, der mir so sehr am Herzen liegt, denn dann kommen wir auch aus der Krise raus. Weil dann gibt es diese Ängste nicht mehr. Ja, diese ganzen Probleme werden verschwinden. Aber es liegt an uns, dies wirklich zu tun. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dies hier öffentlich zu machen, sodass jeder davon profitieren kann und wir dadurch die Veränderung herbeiführen. Wer natürlich sagt, ich möchte noch viel intensiver in dieses Feld einsteigen, der darf das Webinar oder die Webinare besuchen, das ist ganz klar. Aber das hier, das soll einfach die Grundlage sein, um etwas in der Gesellschaft auf der Erde zu verändern. Und so freue ich mich so sehr, dass du heute hier bist. Und ich bitte euch auch, teilt dieses Video. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiter solche wichtigen Botschaften und Übungen bekommen möchtet. Denn damit stärken wir uns selbst. Und liked das Video natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Und ich bitte euch, schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch ging mit dieser Übung, die wir jetzt gleich machen werden. Denn es ist mir wichtig, dass wir da uns auch gegenseitig austauschen und andere Menschen dann auch noch das lesen können und inspiriert werden, dann auch noch ihre Kraft und ihre Liebe hier mit hineinzugeben. So, ich habe hier ein Auraspray vom Quantenlicht. Das nehme ich sehr gerne, weil ich mich dann damit schon richtig einstimmen kann in das Thema und euch besser führen kann. Ich schicke euch ein bisschen von der Energie rüber. Genießt einfach das, was ihr jetzt fühlt und lasst euch tragen von den Worten, lasst euch fallen, so tief ihr könnt, erlaubt euch, so richtig tief einzutauchen. Liebe Menschen, voller Freude darf ich euch begrüßen. Voller Freude darf ich euch empfangen zu dieser unheimlich starken, schönen Quantenverschränkung. Diese Übung ist einfach und es reicht, wenn du dein Bewusstsein auf die Fülle, auf das Schöne konzentrierst. Es reicht, wenn du in dir deine Liebe fühlst, deinen Frieden und dich innerlich danach ausrichtest. Und um zu beginnen, bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen. Es ist das Licht der Liebe, welches dich nun erfüllt. Das Licht der Liebe, welches mit jedem Atemzug ein- und ausfließt. Welches dich mit jedem Atemzug reinigt und neu ausrichtet. So nimm bitte drei tiefe Atemzüge und lass dich in diese Energie hineinfallen. Durch das bewusste Atmen
der Liebe in deinen Körper kommst du gleich in eine andere Energie hinein. Du befindest dich im Feld der Liebe, im Energiefeld und in der Bewusstseinsebene der Liebe. Du spürst es vielleicht, denn es ist leichter und dein Verstand wird mit jedem Atemzug immer etwas ruhiger. Und nun werde dir bewusst, was du gerne mit der Quantenverschränkung erreichen möchtest. Zum Beispiel Frieden und ein Ende der Krise. Zum Beispiel Fülle auf der Erde und alles gesunde Menschen. Zum Beispiel ein liebevolles Miteinander, eine Gemeinschaft, welche sich selbst trägt und Frieden überall ist. Werde dir nun deines Wunsches in deinem Geist bewusst und geh mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Kopf hinein. In deinen Kopf, um zu spüren, wie sich die Energie deines Bewusstseins anfühlt. Und nun lass die Bilder entstehen, die dir wichtig sind, was du gerne manifestieren möchtest. Ich nehme nun die Bilder für uns alle, in diesem Fall für den Frieden und die Fülle auf allen Ebenen für die Menschen auf der Erde. Und nun richten wir unseren Geist, unser Bewusstsein aus auf das Universum, auf das Feld der unendlichen Fülle und des Friedens. In diesem Feld gibt es ein Quantenteilchen, welches intensiv diese Energie trägt. Und du richtest nun dein Bewusstsein auf dieses Teilchen aus. Alles geschieht mit deinem Fokus. Wer kann, kann auch sein drittes Auge darauf richten oder sein Herz mit einem Herzensstrahl in dieses Feld hineinfließen lassen. Wichtig ist, dass ihr mit eurem Bewusstsein konsequent ausgerichtet seid auf Frieden und Fülle für alle Wesen. Und nun fließt von diesem Quantenteilchen in dein Bewusstsein an die Stelle, wo du Frieden trägst und Fülle trägst, ein Strahl. Und beide Teilchen verschränken sich. Lass es nun geschehen und nimm dir Zeit zu fühlen. Und wenn du das Gefühl hast, diesen goldenen Strahl zwischen dir, deinem Bewusstsein und dem Bewusstseinsfeld im Universum wahrzunehmen, dann sind beide Teilchen verschränkt und dein Bewusstsein wird sich ausrichten auf die vollkommene Fülle, auf den vollkommenen Frieden. Nimm dir noch ein wenig Zeit, um dies zu genießen. Und vielleicht spürst du jetzt, wie um dich herum die Energie sich noch einmal verändert, wie du angehoben wirst. Wie sich deine Energie erhöht und du vollkommen ausgerichtet bist auf dieses Feld der Fülle und des Friedens, sodass du ab jetzt diese Energien in dir trägst. Und nun lege den Fokus auf den Planet Erde und sende aus deinem Herzen, aus deinem Bewusstsein
dieses Gefühl, was du gerade hattest, auf die Erde. Sende diesen goldenen Strahl des Friedens und des Bewusstseins, der Veränderung zur Liebe und zum Licht auf die Erde. Lass es jetzt fließen, ich gebe dir ein wenig Zeit. Und so verbinden sich auf der Erde alle Felder der Liebe und des Friedens, dehnen sich aus und berühren die Stellen, die Orte, die Menschen, wo es wichtig ist. Es geschieht mit deinem höchsten Bewusstsein zum allerhöchsten Wohle aller Menschen auf der Erde und für die Erde und für alle Wesen auf der Erde. Und in diesem Moment erstrahlt unsere Erde in einem goldenen Licht. Dieser Lichtstrahl hat sich um die Erde gelegt und sie signalisiert uns, dass die Energien angekommen sind und dass du so wundervoll gewirkt hast. Vielleicht spürst du ein Kribbeln in deinem ganzen Körper. Vielleicht spürst du, wie sich deine Haut anders anfühlt, wie sich die Energie noch einmal verändert. All dies sind Zeichen von Mutter Erde, von ihrer Dankbarkeit, dass dies, was du jetzt getan hast, sehr wichtig ist. Und so ist es geschehen, du hast gewirkt zum Wohle aller Menschen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute dabei warst. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße und sei ganz wieder da. Streck dich vielleicht mal und sei wieder ganz, ganz hier. Erde dich, indem du dir vorstellst, wie Wurzeln aus deinen Füßen wachsen und sich mit der Erde verbinden, mit dieser neuen Erde, die du gerade erschaffen hast. Ihr Lieben, ich bitte euch, wiederholt diese Technik der Quantenverschränkung so oft, wie ihr könnt. Und teilt sie auch damit wirklich ganz viele Menschen damit konfrontiert werden und zu uns finden und diese Kraft vergrößern. Wir sind gemeinsam unheimlich stark. Wir haben so viel Kraft und allein durch diese Meditation mit der Quantenverschränkung werden wir alles ändern. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, bis zum nächsten Video.